Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X und Y featuring Crash 43 89. Nachdem wir im letzten Part im Eiffelturm oder noch besser, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Turm nochmal hieß. Jedenfalls, ihr wisst schon, welchen Turm ich meine, in Illumina City. Nachdem wir im letzten Part ja Citrus nur auch Citrus besiegt haben. Ja, jetzt haben wir tatsächlich schon den fünften Orden in unserem Besitz. Die Orden geht dieses Mal seit Conny geht es ganz schön schnell voran. Weil ansonsten haben wir für den zweiten Orden ganz schön lang gebraucht, bis dass wir endlich da waren. Und jetzt geht es ganz schön fix. Also weiter geht's, sind wir dann auch bald schon bei der Top 4. Und wir gucken uns zwar noch in die Illumina City um, bevor wir uns weiter aufmachen. Dann nehmen wir dieses Mal das Chevromobil. Da genießen wir diesmal eine ganz, ich würde sagen, wir nehmen den Südring Ost. Eine ganz gemütliche Fahrt mit dem Chevromobil. Ach so! Ich dachte, wir würden mit einem Auto fahren. Dabei reiten wir auf einen, ja, ich weiß nicht mehr, wie die weiterentwickelte von Formeike heißt. Der aktuelle Aufenthalt so die Haltestelle vor dem Café, soll ist sie hier absteigen? Nö. Wir machen einfach gemütlich weiter. Ist zwar langsam, aber immerhin werden wir ganz sicher zu unserem Ziel geführt. Yay, wir können sogar umgucken, oder? Nein, geht das nicht? Wir können dazwischen auch nicht absteigen. Kann ich mich gar nicht hier umgucken. Und das hier ist das Trainer-Promo-Studio. Nein, ich will einfach weiterreisen bis zu unserem wahren Ziel, weil wir möchten ja noch zur nächsten Route aufbrechen, weil ich meine, wir konnten ja die Stadt jetzt erweitern, da wir das Kraftwerk vom Team Flair befreit haben und damit auch wieder Illumina City den Strom zurückgegeben haben. Was ist das jetzt hier? Nein, zur Route 4 möchte ich auch nicht. Ah, kurze Seitenstechen. Ja, wir haben im letzten Part jetzt das Kraftwerk. Der alte Stein im Osten des Südrings, das ist die Endstation. Okay. Dann Dankeschön. Ja, ich bewähre euch gerne mal irgendwann wieder. Jedenfalls haben wir ja das Kraftwerk von Flair-Rüpeln befreit. Und damit haben wir auch die Stadt erweitern können, da der Stromausfall größtenteils wieder sozusagen. Der Stromausfall ist wieder behoben worden, praktisch. Ja, behoben. Das wollte ich sagen. Mann, manchmal fallen mir so manche wichtige Worte nicht ein. Das hier ist jetzt der Nordring, da ist wieder so eine Art Café. Das Ultimo. Da werden wahrscheinlich die ganz starken Trainer sein. Ich werde aber die Cafés jetzt nicht machen, das möchte ich schon mal im Voraus sagen. Weil 100% Challenge steht bei mir auch nicht bei diesem Spiel an. Ich muss mich auch erstmal reinfinden, vor allem hier in dieser riesigen Stadt. Sowas gab es in der Form noch nicht, dass die Stadt so riesengroß ist. Also dass so eine Stadt so groß ist wie Illumina City. Weil ich meine, die letzte große Stadt in Schwarz und Weiß 1 und 2, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt, war auch nicht ganz so. Schwarz und Weiß 1 und Schwarz und Weiß 2 war auch nicht ganz so groß. Aber hier gibt es viel zu viele, hier gibt es extrem viele Möglichkeiten, wenn auch teilweise viel zu viele. Ey, ich wollte nicht wieder zurück, ich wollte nur weiter, Mann. Gibt es teilweise ein bisschen zu viele Möglichkeiten, möchte ich meinen. Naja, ich darf mich darüber auch nicht beklagen. Es ist schon cool, dass man hier sehr viel erkunden kann und dadurch auch der Umfang sich bei dem Spiel, dadurch der Umfang größer wird bei dem Spiel. Aber trotzdem, irgendwann wird es auch ein bisschen zu viel mit der Zeit. Vielleicht kann ich jetzt den Namen des Turms erfahren. Mal sehen. Nein, steht gar nicht da beim Speichervorgang. Blast John. Ach komm, wir lassen das jetzt, weil. Moment mal, da geht's rein. Was geht's denn da bitte schon rein? Oh. Ich bin wohl wieder in ein Konzepthorn gelandet. Ich frage mich, was müsste du wenn auf sich da die manche Pokémon aussenden? Willst du wählen? Das frage ich mich jetzt auch. Ich meine, so eine Riesenstadt gab es ja noch nicht, den Schwarz und Weiß 1 und 2.
war es ja auch schon recht groß. Aber wenigstens etwas übersichtlicher. Hier ist das Ganze schon ein bisschen unübersichtlich, wodurch man sich leicht verirren kann. Das kann mir schon etwas Negatives ins Auge fallen. Ich meine, naja, für Erkundungsfreudige ist es genau das Richtige. Aber bei mir fällt es ein bisschen zu sehr zurück, wenn ich jetzt mir nur auf die Story konzentrieren möchte. Sind Mama und Papa auf die Weltreise gegangen, sind mit ihren Pokémon zu trainieren, sind wir alleine. Seit ihr träumt mein Bruder auch davon, einen Pokédex in der Hand von Carlos zu reißen. Seine lautet übrigens Trovato. Das ist Trovatos Familie. Ich werde nicht mehr. Ha, oh, krass, wir sind tatsächlich Trovatos Familie begegnet. So ein geiler Zufall. Okay, aber jetzt genug mit Illumina City. Wir möchten jetzt Abschied nehmen, ja klar. Sind wir hier richtig? Was bist du denn für eine Trainerin? Beziehungsweise, wärst du? Die war in den Ärmeln meines Kimonos scheint mein kleinen Psyo ziemlich angetan sein. Immerzu kraute sich daran fest. Ich habe etwas Unglaubliches gesehen. Willst du wissen, was? Einen Hühnen, der vom Scheitel bis zur Sohle gut gern 3 Meter misst. Den habe ich auch gesehen. Davon habe ich etwas noch viel Unglaubliches gehört, soll ich das sagen? Was? Angeblich hat der Kerl schon seit 3000 Jahren durch das anderen Pokémon zu finden. Lassen wir uns nicht durch. Ist die Route 15 im Begriff? Das ist die nach Route 14 und vor Route 16 kommt. Rein zufällig meine ich. Wer Route 16 darf, ist cool. So immer lasse ich natürlich widerspruchslos durch. 15 Begriffe, ja, bla bla bla. Ja. Also ich bin anscheinend nicht cool und ich bin anscheinend hier falsch. Ich muss erstmals zu Route 14 gelangen. Ich glaube, die befindet sich hier, oder? Ist das der Weg zur Route 14? Ah ja, Route 14, dankeschön. Gut, dann sind wir hier richtig. Kaffees sind schon merkwürdig, Otto, wenn du mich fragst. Die Menschen in den Kaffees jetzt brachten diejenigen, die daran vorbeigehen. Und die Menschen, die an den Kaffee vorbeigehen, brachten diejenigen, die gemütlich darin sitzen. Das ist wohl klar wie Klospo. Ja, das kann schon auf Dauer seltsam werden. Ich hoffe nur, das Bild ist richtig in der Mitte und ich hoffe, dass ihr auch alle Texte nochmal lesen könnt. Oh, ich kann mich irgendwie nicht richtig beugen. Ich habe hier jetzt mal einen extremen Seitenstich, ich weiß auch nicht. Ich möchte auf jeden Fall das noch aufnehmen hier und diesen und den nächsten Part. Das ist dafür zur Route 14. Danke, das ist mir bekannt. In Lumina noch einen schönen Anblick zu machen, wurden die elektrischen Leitungen unterirdisch verlegt. Ja, das ist wohl in einer Stadt üblich, dass die elektrischen Leitungen das ist schon voll daran schuld ist, irgendwas zu stimmen. Jedenfalls mit dem Tor. Citron erinnert sich also selbst darum kümmern. Wart, aber ich habe doch den Arenaleiter besiegt. Was ist denn jetzt los? Ach nein, Blödsinn. Ich bin ein Blödmann. Jetzt weiß ich es wieder. Hallo, Leufeu. Leufeo oder so. Wir müssen ja zu Professor Platan. Der sucht uns ja in irgendein Café. Welches Café war das nochmal? Oh Mann, wenn ich bloß wüsste, in welchem Café er uns nochmal aufsuchen möchte. Und ich habe jetzt kein Geld mehr, um mir ein Taxi dorthin zu leisten. Restaurant Solala, da waren wir auch schon mal. Er befindet sich in irgendeinem Café. Ah, das ist so scheiße, ich bin so blöd. Ich hätte da gucken müssen. Also die Restaurants eigentlich, wollte ich sagen, möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Da geht's in eine Seitengasse rein. Ja, gibt's hier irgendwas Beschauliches zu sehen? Ich sehe jedenfalls rein gar nichts außer eine Sackgasse. Vielleicht gibt's hier versteckte Items, aber da möchte ich jetzt nicht groß suchen. Ich möchte jetzt zu Professor Platan. Da ist ein Café. Batale, ich glaube, das hat er erwähnt. Das war vielleicht das Café, in dem er auf uns wartet. Nein, ich sehe ihn nicht. Also das ist es nicht. Und einen ähnlichen Namen hat er es ja. Boah, ich krieg die Krise, Mann. Die Mehikel können uns da auch nicht weiterhelfen. Was ist das? Haus der Prüfung. Haus der Prüfung? Was für eine Prüfung, bitteschön. In Kampfprüfung wird dein Kampfstil analysiert. Möchtest du es probieren? Nein, danke. Ich glaube, das lassen wir lieber auch aus. Au, Mann. Ich kann mich nicht richtig beugen. Was ist nun mir los? Ich habe jedes Mal so ein Stechen, wenn ich mich zum 3DS beuge. Mann, sitze ich etwa falsch? Oh Mann, ich kann nicht.
Ah, das ist blöd. Verdammt, ich will aber noch aufzeichnen hier. War das das Café? Ja, Batalé, da waren wir ja schon. Meine Fresse, wo ist denn der Professor, bitteschön? Ja, bla bla bla. Ist das Ultimo? Nein, da ist er auch nicht, oder? Sieht nicht so aus. Stunny, das Pokémon stärker werden können, indem sie im virtuellen Raum trainieren. Die Supertrainingsmaschine ist echt verblüffend. Sieht aus, ein wahres Genie. Schön für ihn, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo sich der verdammte Professor befindet. Der befindet sich doch irgendwo in einem Restaurant oder in einem Café jedenfalls. Meine Fresse! Die lange und beschwerliche Suche nach dem Professor. Das wird was. Das hier ist das Pokémon Center. Das ist echt blöd, dass ich das jetzt mache. Jetzt sind wir wieder beim Nordring angelangt. Da waren wir doch eh schon mal. Da ist wieder eine Seitengasse. Führt das jetzt wieder hin? Bestimmt wieder ein Fail. Ja, was soll sich hier denn befinden, bitteschön? Das ist nur Deko oder was? Oder ist da ein Item? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in den Kommis, wenn ihr mehr wisst. Jedenfalls möchte ich jetzt endlich den verdammten Professor finden. Wo ist der nochmal? Oder kann ich eine Holo-Nachricht noch einmal abspielen lassen? Kampftausch, Wundertausch, Hololog. Da haben wir es, Hololog. Vielleicht steht da... Was? Nein, ich möchte den Street Pass nicht aktivisieren. Neuigkeiten überprüfen. Nein, möchte ich nicht. Verdammt. Ich sehe das nur im unteren Bildschirm. Das kam nur im unteren Bildschirm vor. Was zur Hölle? Alter Verwalter. Kuku, das ist bestimmt auch nicht. Nee, da ist sowieso kaum was los. Da ist nur ein, zwei Personen am Start mit diesem Café. Die machen bestimmt ein Bombengeschäft. Wofür sollen eigentlich die Seitengassen sein? So, wie geht's jetzt hier lang? Zum Südring. Vielleicht hat er auch gesagt, beim Südring irgendwo. Ist noch ein Café? Fokus. Keine Spur vom Professor, also weiter. Ich meine, die Trainer könnten mir jetzt auch irgendwelche Items oder TMs geben, aber wisst ihr was, das ist mir jetzt egal. Das schaue ich mir vielleicht dann an, wenn ich ein letztes Mal noch nach Illumina City muss und genauer untersuchen muss. Was ist das? Solel, war es da vielleicht? Bitte, sag mir das doch. Nein, wo ist der Professor denn? Ich möchte es so gerne wissen. Ich meine, ich könnte mir auch ein altes Video nochmal angucken, aber es freut mich irgendwie gar nicht jetzt gerade. Oder ich muss es leider. Sorry, Leute. Ich muss jetzt mal kurz cutten. Und dann sehen wir uns wieder vor dem Café, wo er sich befindet. Also, wo er sich gerade... Wo er uns erwartet. Also, wir sehen uns bis gleich. Okay, in der Herbstallee soll er sich befinden. Da sind wir auch schon. In ein Bistro. Das hier ist erstmal nur ein Café. Aber hier können wir uns auch noch schnell ein bisschen umgucken. Weil in dem Bistro waren wir nämlich auch noch nie. Beziehungsweise in Herbstallee haben wir noch gar nicht so... Oh, uns gut umgeguckt. Das ist die Pokéball-Boutique. Also hier gibt es nur spezielle Pokébälle. Das hier ist eine Saftbar. Und mehr ist auch hier nicht. Aber hier sehe ich einen... Flair-Spaten. Ja. Die redet wahrscheinlich wieder von den einen schwarz-roten Kaffee hier. Genau das hat sie gemeint hier. Ich muss mich wirklich mal so hinsetzen, dass ich jetzt keinen Seitenstich mehr bekomme. Ich meine, es müsste jetzt eigentlich besser werden, verdammt. Ich verstehe es nicht, warum ich jetzt so einen Seitenstich beim Beugen habe. Ah, da ist er doch. Das ist eh das Kaffee. Hier sind wir. Und mit Flordelis. Ich habe mich gerade angeregt mit Flordelis über die Mega-Entwicklung unterhalten, zu der du Nachforschung anstellst. Man kann dir wirklich nur gratulieren. Ich wünschte, ich könnte wie du Mega-Entwicklung einsetzen. Du musst wissen, dass Flordelis königliche Vorfahren hat, das königliche Fortfahren hat und somit ausgewählt ist. Für wahr, ich bin wohl ein Nachkomme des jüngeren Bruders des Königs. Allerdings reichen die jetzt 3000 Jahre zurück und sind somit nur
bedingt zuverlässig. Übrigens, Chris, weißt du, wo der Hololook entwickelt wird? Nein. Nicht im Labor von Flodelis. Flodelis verdient, weil ich unseren Respekt, ein Teil der Erlöse steckt er in Forschungsprojekte, die dem Wohl der Pokémon und Trainer dienen. Menschen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Die geben, die nehmen. Genauso wie die beiden legendären Pokémon Kalos Region leben, Gaben und Namen. Ich möchte anderen etwas geben. Auf der Welt gibt es genügend Narren, die ihre Stärke zur Schau stellen wollen, indem sie einen anderen nehmen. Diese Menschen sind abscheulich! Vor langer Zeit wollte der König von Kalos alles für sich haben, so erschuf er eine schreckliche Waffe. Letzten Endes entfesselt er die Flammen der Zerstörung, so wird es jedenfalls überliefert. Kalos ist wunderschön, so wie es jetzt ist. Wenn die Zahl der Pokémon und Menschen nicht weiter steigt, gibt es auch keine Streiterin. Doch die Zukunft steht noch nicht fest. Niemand kann sagen, dass es morgen genauso sein wird wie heute. Was der König damals getan hat, war falsch, aber ein Gutes hatte es dann doch. Die ultimative Waffe hat auch all das Schlechte in ihrer Ära vom Antlitz der Welt gefegt. Einen Kingstein. Danke. Danke, dass du mir zugehört hast. Das ist ein kleines Dankeschön. Ja, gern geschehen. Was für flammende Leidenschaft. Sind Ringe wirklich mitreißend, was? Ja, sind sie. Not. Nee, bei den Typen habe ich kein gutes Gefühl. Ich kann es euch ehrlich sagen. Und wie, er spoilert mir einen Comics, wer er ist. Ich habe ja schon in den Gedanken, dass er derjenige ist, den ich in die ganze Zeit in den Gedanken habe. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil sonst spoilere ich selber noch. Szenarien sind wirklich mitreißend, was? Sie verraten deutlich seine berechtigten Stolz auf seine Abstammung. Flodelis wurde sehr prägnant und sich schlüssig, aber das muss nicht heißen, dass es auch recht hat. Chris, das Wichtigste ist, mit dem du deine Zeit verbringst. Genieße die Zeit, der dein Pokémon die Kalos-Region bereist. Vielen Dank, Professor, das war's schon. In drei Teilen runden anzwingen, dass ich Team Flier. Also, Flodelis, bald haben wir 5 Millionen Pokédollar zusammen. Willkommen im Bistro Flodelis. Meine Oma hat immer gesagt, dass auf jede Untat Strafe folgt. Das hat sie immer mit mir geschimpft. Ach ja, meine Oma, ob es ihr wohl gut geht? Naja, frag sie doch selber mal. Was ist mit dir, Lady? Kann ich nicht mit dir reden, nö. Ja. Team Flayer, wir sind aber keine Helden, das sind nur irgendwelche Spasten. Oh, wieder eine Holo-Nachricht. Von wem ist sie dieses Mal? Oh, von Travato. Lang nichts von dir gehört. Ich wollte dir Bescheid geben, dass wir uns alle auf Route 14 treffen. Endlich mal. Jetzt können wir weitermachen. Und ich bekomme dieses verdammte Stechen nicht los. Ich kann mich nicht mehr richtig bücken. Das gibt's ja nicht. Zumindest ist jetzt zum Spiel nicht. Ich verstehe das nicht. Ich konnte immer normal da aufzeichnen. Vielleicht sitze ich irgendwie falsch. Ich habe es falsch aufgestellt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das hört bald auf, weil nicht, dass ich vielleicht nur Verdauungsschwierigkeiten gerade habe. Egal, ich hoffe, dass das jetzt aufhört. So, der Nordring, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Nicht, dass ich wieder beim Südring, also nicht, dass ich dann zum Südring muss. Nein, das Tor führt nicht zur Route 14, das muss ausgeschildert sein. Also da muss jemand davor stehen. Da ist der Südring. Mal sehen. Das ist jedenfalls nicht. Nee, das ist es, glaube ich, nicht. Nein. Falsch. Im Nordring. Da soll sich dort der Eingang zur Route 14 befinden, oder nicht? Ja. Dieses Mal aber hoffentlich finde ich das Tor zur Route 14. Muss ich halt hier eine Stadtrundfahrt machen, warum auch nicht? Kann er nicht schaden. Oh nein, das kann es nicht. Oh nein, 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 das kann es nicht. Oh, da sind wir. Doch? Ja, das ist Route 14. So, lässt uns endlich diese Elektriker vorbei. Dankeschön. Lord Z! Und das sind auch schon unsere Kumpels. Mit Serena. Du bist aber schnell.
Ja, ich bin auch mit dem Fahrrad gefahren. Grüß dich, Lotzi. Wir haben gerade verglichen, wie weit wir mit dem Pokédex schon ausgefüllt haben. Durch habe ich gewonnen. Das Verständigen des Pokédex überlasse ich euch, Travato. Ich mag es nicht, wenn alle dasselbe tun. Lotzi, wollen wir wieder vergleichen, wie viele Pokémon wir schon entdeckt haben? Lass uns diesmal einen Blick auf unseren Kalos-Gebirgs-Pokédex werfen. Auch ein Atem-Pokémon-Kampf, was? Also hat sie bisher, dass bisher 11 Pokémon begegnet ist. Dagegen komme ich nicht an. Ich habe verloren. Mensch, das ärgert mich jetzt aber. Ah, du bist schon einem Kaumelat begegnet, Lotzi. Die gleichen Pokémon zu kennen macht total froh, findest du nicht auch? Es gibt wirklich eine ganze Menge Pokémon in Kalos, was? Jetzt bin ich dran. Chris, ich freue dich zu einem Pokémon-Kampf heraus. Schon wieder? Boah. Also, zuerst, um einen Kampf von dem Megaring, dann noch vor der Arena und jetzt noch einmal. Die ist jetzt zu einer richtigen Rivalin geworden. Krasse Kacke. Naja, wenn sie es so haben will, dann bitte sehr. Dann heißt es jetzt wohl wieder mal Kampf gegen Serena. Ob Feenattacken gegen Psycho-Pokémon nicht effektiv sind. Das kann ich jetzt gerade nicht herausfinden, weil ein Mogelhieb eingesetzt werden muss. So, jetzt aber bitte Mondgewalt. Ach nee. Spezialverteidigung. Ja, ist klar. Bam. Oh ja, das macht jetzt nur noch wenig Sinn. Dann setze ich jetzt Biss ein. Lass mal deine solche Stimme sonst wo. Das macht mir nichts aus. Aber dir macht Biss ganz schön was aus. Wahrscheinlich setzt jetzt einen Trank ein. Nein. Ich möchte mal wissen, ob wir dann auch um den Champion-Titel kämpfen gegeneinander. Oder zumindest darum kämpfen, wer gegen die Top 4 antreten kann. Weil Serena kämpft jetzt ganz schön bitter gegen uns, oder bilde ich mir das nur ein? Logok schafft es auf das 50-jährige Jubiläum, 50er Jubiläum. Absol, dagegen hast du auch einen Vorteil. Aber das Lichtschild ist dann immer noch aktiv. Ich denke, das wird trotzdem ganz gut hinhauen, denke ich mal. Und ich merke gerade, dass das Bild nicht weit genug unten ist. So. Ich muss da wieder ein bisschen zurückstellen. Achtung. So. Da wird jetzt kurz mal das Bild verschwommen sein. Also das Bild sich ein bisschen ändern und zurückstellen. So. Dass alles perfekt drin ist. Gut. Passt schon. Okay. Phoenixis. Phoenixis? Au. Ah. Was ist nun mit mir los heute? Jetzt habe ich schon überall auf... Habe ich schon überall auf dem Körper Schmerzen? Vielleicht habe ich heute zu viel getan. Okay, ich sollte nach diesem Part mal eine Ruhepause gönnen. Phoenixis, ist das vielleicht schon die vollentwickelte Stufe? Aber es, ja, stimmt, ihr anderen Pokémon war Level 35 und ihr Starter muss doch schon über Level 36 haben. Gut, dann setze ich Toshirex ein. Der soll auch mal wieder kämpfen. Laut geht das! Boah, tatsächlich. Boah, guck sich das einer an, wie krass das aussieht. Das ist also die vollentwickelte Stufe von Phynx. Wenn ich daran denke, dass ich dieses Pokémon als erstes wollte, na, vielleicht nehme ich das beim nächsten Mal im Team auf. Oder sollte ich lieber mal Froxy nehmen, weil Phynx, jetzt wo ich Phynx genauer kenne, Froxy kenne ich ja noch so gut wie gar nicht. Ein Wasser-Pokémon. Und als Pflanzenstarter Bisasam beim nächsten Pokémon X und Y Let's Play, also wenn die Special Edition rauskommt. Und wenn dann hoffentlich auch noch einmal Mega Entwicklung. Wenn dann hoffentlich. Okay, jetzt muss ich mal nachdenken, was ich sagen wollte. So, erstmal greift Turtok an. Bams. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht ausgereicht hätte. Und tschüss, Lutscher. Yes. Oh Mann. Zu kämpfen macht wirklich Spaß, aber ständig zu verlieren kratzt an meine Ehre. Ja, warum musst du mich auch ständig herausfordern? Ich bin jetzt nochmal über. Weißt du? Und das wieder Sanna. Aber jetzt muss ich mal überlegen, was ich sagen wollte. Ja, also. Was wieder eine Special Edition rauskommt, da möchte ich auf jeden Fall Froxy nehmen und
Bisasam als zweiten Starter. Als Feuer-Pokémon würde ich dann vielleicht auch dieses Mal auf Dartiri setzen. Nur wieder mein anderes Team aussehen wird, auf jeden Fall werde ich da vielleicht wieder ein Feen-Pokémon auch wieder aufnehmen. Ein Gift-Pokémon und ein Drachen-Pokémon dieses Mal. Aber dieses Mal alles Pokémon aus der 6. Generation. Ja, das wird mein großes Ziel sein, auf jeden Fall. So ungefähr kann ich das auch machen. Lucario, darauf werde ich wahrscheinlich dieses Mal verzichten müssen. Stattdessen sollte ich ein Gift-Kampf-Pokémon, wie zum Beispiel, ja, ich sollte mal multispezifische Typen einsetzen. Unter anderem zum Beispiel Kampf-Unlicht, wie zum Beispiel, ja, wie heißt es nochmal? Zurukex. Besser gesagt, Irukex, das hat auch gute Werte. Und. Da kommt noch so viel auf mich zu. Weil Glimbunkel konnte ich ja fangen. Ich weiß nicht, ob es dann aber auch in seiner weiterentwickelten Form wirklich stark ist als Toxicwack. Ja, ich denke schon, dass es recht stark sein müsste. Gift Unlicht, oder? Giftkampf. Nein, Giftkampf war das. Boah, das wird noch schwierig zu entscheiden, wie ich jetzt mein Team noch zusammenstellen werde. Aber ich werde auf jeden Fall wieder versuchen, möglichst flexibel zu sein. Zusätzlich zu meinem Feuerstarter natürlich einen zusätzlich zu allen drei Standardelementen Feuer, Wasser und Pflanze kommt natürlich noch ein Feen-Pokémon und ein Drachen-Pokémon hinzu. Welches das letzte sein wird, das lässt sich noch rausstellen. Wow, toller Kampf, Hitze! Das soll man echt wissen! Danke, Sana, du schmeichelst mir. Seit wann hast du denn zugesehen? Wo ist eigentlich Tiano? Der ist beim Kampf-Dojo. Ich bin Kampf-Dojo? Tut mir leid, Leute. Ich war so in einem Kampftanz-Performance vertieft, dass ich total Zeit vergessen habe. Und Tiano, hast du keine Pokémon für dein Tanzteam gefunden? Ja, habe ich. Das Tanzteam meiner Träume nimmt mehr und mehr Form an. Super, das freut mich für dich. Ach ja, hört mal alle her. Ich möchte unbedingt in dieses gruselige Haus gehen. Zu diesem gruseligen Haus gehen. Das ist in der Nähe von Romantia City? Du meinst wegen der Gerüchte? Genau, komm schon. Gehen wir los und sehen, nach was den Gerüchten dran ist. Ich glaube, ich passe. Das sind eh nur mehr als Gerüchte. Ich wollte ohnehin noch etwas mit meinen Pokémon trainieren, bevor es dann nach Romantia City geht. Du sollst dir aber auch ein paar zusätzliche Pokémon mal besorgen. Ich meine, deine drei Pokémon sind zwar ganz cool. Psyaugon, Absol. Ja, Absol ist wirklich ein cooles Socke. Und ja, deinen Starter natürlich voll entwickelt. Na dann, tschüss. Okay, bis dann. So, dieses Haus soll wirklich gruselig sein, ja? Also, ich sehe mir das auf jeden Fall an, Tierno. Ah, den meisten Gerüchten ist schließlich auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Hey, warte, ich komme auch mit. Ach ja. Warum unternimmst du diese Reise, Chris? Was ist deine Motivation? Alle hängen sich richtig an, haben eine Menge Spaß auf ihrer Reise. Bei mir dreht sich alles um meine Erinnerung. Ich reise, damit ich später einmal auf viele tolle Erlebnisse zurückblicken kann. Naja, aber das ist nur am Rande. Tja, ich habe auch Spaß an einer Reise. Und ich reise auch gern mit Erinnerungen. Oh, es regnet, die Erde wird nass. Und das hier bei einem Spielplatz, oh mein Gott. Also hier kann man, oder kann man hier, das möchte ich mal ausprobieren. Tatsächlich. Aber die Musik hört sich gruselig an. Wir sind also schon in der Nähe des Gruselhauses. Kann man hier schaukeln? Ne, man kann sich nur hinsetzen, mehr nicht. Und ich glaube, da habe ich gerade ein Item hinter der Schaukel gesehen. Mache ich es doch wieder etwas fröhlicher, die Musik, so gefällt es mir doch besser. Noch ein Sonnenbonbon. Ach ja, ich habe die Sonnenbonbon noch gar nicht eingesetzt. Ich habe jetzt schon zwei. Kaum zu fassen, gleich zwei hintereinander. Mal sehen. Wer verdient am meisten Sonnenbonbon? Also Toshiro X und Lena stehen kurz vom Level ab. Ja, das ist schwierig jetzt gerade, wenn alle... Ja, ich lasse erstmal die Sonnenbonbons aus und heb sie dann für später auf. Dann später kann ich das noch so offscreen erledigen. So. Ja, tatsächlich, das ist ja schon ein richtiger Gruselwald hier. Alles abgeholzt. Guck sie das eine an, was hier abgeht. Und die Pokémon Ranger sind auch aufgebracht. Ein giftiger Sumpf, in den ich feststecken kann. Ach, sieh mal da an, ein Trainer. Ja, und? Hast du ein Problem damit? Elsa, mit einem... Arbok. Das ist schlecht für mein... Für meine Länder. Oh, das regnet.
Tja, damit haben nur Pokémon wie Tushiro X jetzt hier einen krassen Vorteil. Und das möchte ich eigentlich auch gleich einsetzen. Aber ich setze doch lieber Taurennen ein. Wisst ihr eigentlich warum? Ich habe Taurennen statt Schaufler jetzt Dampfwalze beigebracht. Wir wollen nochmal sehen, wie diese Attacke hier so wirkt. Die war früher eigentlich nur eine TM von der Arena aus der fünften Generation. Ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß und welche Arenaleiter. Auf jeden Fall war es ein Boden-Pokémon-Arenaleiter, der mit dem Cowboy-Outfit. Ja, ist egal. Dampfwalze mit Mega-Entwicklung. Ja. Yeah. Und bam. Was? Nicht ganz? Ey, willst du mich verarschen? Ich glaube, der Horte hat ihn der Verteidigungsschub hat durch Horte hat ihn das Leben gerettet. Aber das ändert sich jetzt mit Aura Sphere. Und bam. Sehr schön, das wär's. So viel mal zu Arbok. Pyroelle? Pyroleo. Achso, Pyroleo. Ach, es ist die Weiterentwicklung von Leufeo. Wow, cool. Nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, Leufeo ist sozusagen... Anscheinend... Soll es das praktisch das Look... Shinox darstellen. Das neue Shinox darstellen. Leufeo. Aus der sechsten Generation. Weil ich glaube, das hat auch hier drei Entwicklungen und wahrscheinlich ist es... Also zwei Entwicklungen. Und wahrscheinlich ist es eher auf, wie sagt man... Nach physischen Angriff ausgelegt. Aber wahrscheinlich um einiges stärker. Vielleicht sollte ich mir doch Leufeo als Feuer-Pokémon nehmen. Wäre gar nicht mal schlecht. Vor allem durch den Erfahrungsteiler, den ich dann eh bekommen kann. Wird es sich bestimmt auch prächtig entwickeln. Eisenabwehr, danke, nein. Tschüss, er folgt der Tank hier. Level 47, geil. Und Elsa ist down. Augenhauf heißt die Devise. Mal sehen, was man sonst verpasst. Ja. So ist es halt. Vielleicht sollte ich mal versuchen, mit der Attacke Schaufler von Arbok ein Versteck zu graben. Versteck graben? Kann man das hier etwa oder was? Ja, und eine neue Route bedeutet natürlich auch neue Pokémon. Zum Beispiel dieses Ultrigaria, ach du heilige Kacke. Von 9 sieht es ja ganz schön krass aus. Mondgewalt. Weil es ist nicht effektiv, also dürfte es auch das Ultrigaria nicht besiegen. Bitte, ja, das passt perfekt. Au, 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 Säure. Bäh, Igitt. Das bekommt natürlich mein Filinara gar nicht gut. Das darf ich nicht zulassen. Am besten fange ich jetzt sofort dieses Pokémon ein und verbrate natürlich die ganzen Superbälle, die ich noch übrig habe, weil ich verlasse mich ab jetzt wirklich nur noch auf die Hyperbälle. Die habe ich ja schon. Die kann man jetzt schon alle kaufen. Und ich versuche jetzt natürlich auch möglichst viel Geld zu sparen, beziehungsweise auch das zu verkaufen, was ich nicht brauche. So. Ultrigaria wurde gecatcht. Ultrigaria, das Fliegentod-Pokémon, die weit entwickelte Form von Knofenser. Dieses Pokémon lebt den Gegner mit Giftpuder, bevor es ihn mit Säure erledigt. Okay, der Spitzname. Ah ja, wir haben ja nur noch ein paar Spitznamen. Am besten nenne ich dich PB Bahn. Auch ein neuer, frischer Abonnent, glaube ich zumindest. PB Klein und Bahn. Oder heißt es wirklich Bahn? Bahn. Mit B-A-N. Ich hoffe nur, ich schreibe es richtig. PB Bahn, herzlichen Glückwunsch, es ist auch männlich. Du bist ein Ultrigaria. Falls du selber ein Kerl bist, weil das kann man nie genau wissen. Aber mich hat Illumina City, muss ich eigentlich sagen, generell sagen, total überrascht. Oh, in Sumpf kann man auch was finden. Weil ich meine... Ui, Molord. Weil ich meine, dass sie hier total auf Frankreich gesetzt haben, finde ich auch ziemlich cool. Generell ist es auch wirklich, ich meine auch aufgrund des Eiffelturms und so. So sieht also Slime aus. Da bin ich auch echt erleichtert, damit auch echt, finde ich auch echt geil, was sich die Entwickler da alles
gedacht haben und wie sie das alles umsetzen wollten. Ich meine, ich weiß nicht, ob das schon in irgendeinem anderen Spiel vorkam, so eine ähnliche Idee. In einer anderen Edition. Ich denke schon, aber so richtig den Eiffelturm? Nein, ich denke nicht. Oder generell ein Wahrzeichen von irgendein Wahrzeichen, meine ich jetzt. Naja. Aber ich bin auch froh, dass sozusagen auch die Entwickler in Richtung Zukunft denken. So. Morlord, das Fisch-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Felino. Dieses genügsame Pokémon ist sehr umgänglich beim Schwimmen und stürzt es immer wieder gegen die Schiffe. So, der letzte Spitzname, der noch übrig ist, oder? Habe ich sonst noch einen? Doch, ich habe noch einen Chris Perry. Nein, den habe ich schon genommen, oder? Nein. Es ist aber weiblich. Eieiei. Dann nehme ich doch lieber Enjoy 2578. Falls du männlich bist, füge ich halt ein Männlichkeitszeichen hinzu. So. Ach, mit dem Touchpad geht das wieder ziemlich schwammig. Enjoy 2578. Ja, das war österreichischer Dialekt. Ich weiß. 2578. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du bist Morlord. So, damit fehlt nur noch ein einziger Spitzname, den ich jetzt aktuell zur Verfügung habe. Ansonsten habe ich dann eigentlich schon alle aufgeschrieben, wenn ich jetzt keine übersehen habe. Man muss sich ja ganz schön durch den ekligen Sumpf wühlen. Und da kommen auch wieder jede Menge laufende neue Pokémon auf einen zu. Naja, jetzt zum Beispiel nur ein Morlord, aber ich glaube, da kommen bestimmt noch mehr. Könnten also sein, dass sich hier hauptsächlich jetzt Wasser-Pokémon aufhalten. Oder Sumpf-Pokémon, sage ich mal so. Das Pokémon, die gerne in Sumpfgebiet leben. Und ich sehe gerade hier Grabsteine bei dem Baum hier. Oh, unheimlich. Das hier ist also ein einziges Grab oder wie oder was? Gewusst, wie ein Pokémon der Fähigkeit Rauflust ist, Lagergeist-Pokémon sowohl mit normalen Attacken als auch mit Kampfattacken zu treffen. Oh, das wusste ich echt nicht. Okay, cool, danke. Sonst würde ich mir außerdem auch Pokémon zulegen, die die Fähigkeit Rauflust haben, damit ich auch also Normal- und Kampf-Pokémon zulegen, die so eine Technik beherrschen. What the F? Ein Alpolo! Wie krass ist das denn? Cool! Aber, naja, es ist auch von Typ Gift, also würde ich sagen Bissattacke. Das ist zwar sehr effektiv, aber nicht Step. Und dennoch reicht es aus. Ja, Alpol hat ja generell sehr schwache physische Abwehr. Und ich hätte Sonnenbonbon vielleicht irgendwo schon einsetzen können, da jetzt gerade jemand... Ja, das war Lucario, welches gerade erst eben eine Entwicklung erreicht hat. Oder? Ich muss mal gucken. Ja, Turtok und Lucario. Lucario hat es, glaube ich, eher am bittersten nötig. Und LP Storm bekommt eh gleich ein Level. Also Lucario und LP Storm, ich würde sagen, Lucario und Tushiro X. Ich würde sagen, die beiden bekommen jetzt ein Sonderbonbon. Das ist ja ein Medizin, ja, Medizin. So. Lucario. Level 47. Oh, Gedankengut. Lohnt sich die Attacke jetzt gerade? Schwierig, 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 schwierig. Ach nein, ich würde sagen, ich bleib lieber auf Angriff. So, und Tushiro X, Level 47. Cool. Damit sind nur noch X-Bart und LP Storm auf Level 46. Wie steht es eigentlich mit X-Bart? Hoffentlich habe ich da jetzt keinen Fehler gemacht. Nein, X-Bart braucht auch kaum noch Erfahrung zum nächsten Level. Genauso wie LP Storm. Na gut, okay, okay, okay. Und mir fällt auf, Lena Bonhecker hat die meisten KP auch noch. Lol. Es hat nur eine einzige Entwicklungsstufe und hat die allermeisten KP von allen. Echt krass. So, wir können uns noch umgucken, ob wir noch irgendwelche neuen Pokémon finden. Wie zum Beispiel ein massenweise Knuffenser. Krasse Kacke. Soll ich Sternschauer mal einsetzen? Ja. Schauen wir mal, ob irgendeins davon dieser Attacke überlebt. Ich glaube eher nicht. Die sterben alle. Ja, 5 auf einen Streich sind tot.
Bam, 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 bam. Na gut, tschüssi. Dann eben nicht. Muss auch nicht sein. Oder der Sound klingt wirklich komisch jetzt gerade. Ich hoffe nur, dass sie das wirklich nur exklusiv auf Pokémon X und Y haben, weil bis zur fünften Generation hin klang der Ton noch völlig normal und jetzt immer so schrill. Also die Rufe der Pokémon. Ich weiß, darauf komme ich jedes Mal zurück, aber wie findet ihr das eigentlich, die neuen Rufe? Also die neu aufgelegten Rufe. Oh, Laukaps. Cool. Findet ihr sie gut oder findet sie eher schlecht? Also ich würde sie nicht so gut finden. Tja, wer ist noch dran? Chris Perry. Ja, und da das männliche ist, versuche ich es natürlich zu fangen. Biss. Zeig mal deine starken großen Zähne. Yes. Zurückgeschreckt. Und damit Super Bowl. Go. Yes, komm rein. Komm rein. Bei mir drin findest du viel Frieden. Oh yeah. Schön. Wir haben's. Geiler Scheiß. Jetzt haben wir einen Laukaps. Und das wird Chris den letzten Namen Chris Perry tragen. Laukaps, der Schnappbiss-Pokémon, bekommt es im Kampf gegen Schnutthelm Stromhart lustig, bis dies aus unerklärlichen Gründen seine Entwicklung aus. Ja, zu Kavalanzas. Ist schon ein cooles Pokémon. Ja, so, Chris Perry, du bist jetzt Laukaps. Herzlichen Glückwunsch. Schade, dass man das Pokémon auch nur durch Tausche halten kann. Ich glaube, Chris Perry geht sich nicht aus, oder? Perry? Vielleicht schon. Ja, ganz genau. Perfekt. Du bist jetzt ein Laukaps. Herzlichen Glückwunsch. Okay, damit habe ich alle Spitznamen jetzt verteilt, die mir jetzt aktuell zur Verfügung stehen. Und jetzt kann ich mal weiter gucken. Ey, da stecke ich tatsächlich hier drin unten fest. Gibt es irgendwo eine Stelle, wo man ganz runterfallen kann? Und ich glaube, sonst gibt es echt nur Moorlot oder was. Sieht wohl so aus, oder was? Aber wenn es hier hauptsächlich Wasser-Pokémon gibt, dann glaube ich, ist LP-Storm hier die beste Wahl. Naja, obwohl Geister-Pokémon auch noch. Und wie zum Teufel komme ich an das Item ran? Einfach nur durch den Sumpf latschen. Und dazwischen natürlich reinfallen. Ein Riesenpilz. Aha. Also der Wald hier ist wirklich ganz schön unheimlich. Was zur Hölle, was ist das denn? Viscora. Das sieht ja vielleicht komisch aus. Biss. Om nom. Aber egal, das fangen wir uns auf jeden Fall. Wieder ein Pokémon aus der 6. Gen, so wie es sich gehört. Die tauchen eh so selten auf. Dann komm mal rein, mein Kleines. Ey. Hey, Regentanz, obwohl es eh schon regnet. Voll die Intelligenzbestie. Oh Mann. Und mein Kommi ist wieder voll unter aller Sau. Egal, wir haben das Viscora mal gecatcht. So, und was sagt uns der Pokédex darüber? Viscora, das Schneckedei-Pokémon. Ein Drachen-Pokémon? Sein Körper ist von einer schlemmigen Schicht umhüllt. Der gegnerische Tritt und Schläge abgleiten, ohne Schaden anzurichten. Lol, das soll ein Drache sein? Sieht mehr aus wie ein Schleimbeutel. Das könnte eher als Fee-Gift-Pokémon durchgreifen. Aber ein Drachen-Pokémon? Ich glaube wohl, ich spinne. Woran soll man hier denn bitte schon erkennen, dass das ein Drachen-Pokémon sein soll? Wie gut, dass ich da mit Lennart keine Feenattacke eingesetzt habe, sonst wäre das Pokémon sofort down gewesen. What the F? Sogar ein Zeichen stellen? Glaubst du nicht. Also ich habe jetzt eigentlich keine Lust, große Lust mit euch zu spielen, damit ihr das wisst. Also lasst mich doch lieber jetzt in Ruhe. Selbst am seichten Sumpfgebiet dachte nur bei den tiefen Stellen. Ey, lasst mich raus. Oh, da hat er mich schon gesehen. Das Leben besteht nur aus peinlichen Situationen. Und das nicht zu vergessen braucht
ich die prüfenden Blicke anderer Trainer wie dir. Na, meinetwegen. Dann zeige ich dir meinen prüfenden Blick, Pronghorn Ranger Quentin. Und er setzt auch wie Skoran, ich glaub's nicht. Alter, was sind das bloß für Pokémon und welche Entwicklung hat dieses Pokémon eigentlich? Das werde ich wahrscheinlich noch früh genug erfahren, wenn ich erstmal gegen einen richtigen großen Drachentrainer antreten werde. Mondgewalt! Ich kann mich echt nur beömmeln. Feen-Pokémon gegenüber Drachen-Pokémon sehr effektiv. Und noch dazu, dass Drachenattacken gegen Feen-Pokémon nichts ausreden können. Dein Talent weckt neue Kräfte in mir. Was ist denn das bloß? Je mehr Menschen man trifft, desto mehr lernt man das Leben zu schätzen. Das ist eine ganz natürliche Mutter, natürliche Entwicklung. Das stimmt. Da hinten sehe ich ein Item. Boah. Ich meine, darüber kann ich mich echt nur selbst beämmeln. Wie ist er? Bitte schön, das noch effektiv werden. Was bist du für eine? Eine Hexe? In einem früheren Leben habe ich vorausgesehen, dass wir uns hier heute begegnen werden. Uah, tatsächlich eine Hexe. Und was für ein... was für Augen. Lichthell. Also Feuer-Pokémon, also Feenattacken gegen Feuer-Pokémon ist leider nicht effektiv, das weiß ich schon, das weiß ich. Deshalb setze ich doch, ach stimmt ja, Mann, ich bin so ein Blödmann, ich bin so ein Vollhonk. Warum setze ich eigentlich eine Normalattacke gegen ein Geist-Pokémon ein? Typischer Reaktionsfehler. Na schön, EP-Storm ist auch keine gute Idee. Nee, ohne Scheiß, da muss was anderes ran. Ja, Toshiro X ist das einzige Pokémon, was da irgendwas ausrichten kann, für den Augenblick. Ich meine, Len hat zwar Biss drauf, aber ist nur normal. Ist nur nee, erstens nicht Step und zweitens ist es ein physischer Angriff. Ich brauche Spezialangriffe für Len. Ich hoffe, es erlernt bald noch ziemlich gute. So, Mega-Entwicklung und Surfer. Tortok! Und Surfer-Attacke! Bam! Die müssen ja wirklich weitaus stärker sein, wenn sie sich entwickeln. Bestimmten Werten meine ich jetzt gerade. So, Logok Level 51 und LP-Storm Level 47. Geil. Jetzt kommt Alpollo. Dagegen kommt auch jetzt Schatten ganz gut. Mit seiner physischen Bissattacke. Expert! Und dann hat es auch schon Level 47. Ich habe auch jetzt. Außerdem hat jetzt Expert auch Kreuzschere drauf. Habe ich gegen Aeroas umgetauscht. Finde ich ganz gut, weil dann hat es auch eine starke Käferattacke drauf. Weil, wenn es einfach so als Super nur Blutsauger kann, einfach nur ein bisschen Blut zuzeln, das bringt auf Dauer nichts. Deswegen. Ich weiß nicht, ob Käferattacken viel Sinn machen. Ich meine, gegen Psycho-Pokémon auf jeden Fall. Aber da gleicht es auch seine Schwäche gegenüber Psycho-Pokémon aus. Naja, mit Biss tut es das genauso, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Dunkelnebel brauche ich nicht. So. Und die Hexe ist... Was hab ich verloren? Wurde ich etwa das Kausalitätsprinzip umgeschrieben? Das was für ein Prinzip, bitteschön? Kann mir das einer erklären, was das sein soll? Nur mir bleibt nichts anderes übrig. Ich füge mich mein Schicksal, wenn es so vorbestimmt ist. Nicht gleich dramatisch. Oh Gott. Also ich kapiere nicht, was das für ein Wechsel sein soll. Aber egal. Jedenfalls steht, dass wir jetzt erstmals hier fortbewegen wollen. Wir wollen ja schließlich noch diese große Villa erreichen. Aber hier gibt es noch so viele Wege und so viel zu sehen, dass man hier kaum vorankommt. Mann! Also wenn jetzt kein neues Pokémon auftaucht, dann... Oh, dich habe ich auch noch nicht. Ich dachte, das ist nur editionsspezifisch. Zumindest war es in Schwarz und Weiß 1 und 2, glaube ich, so. Na schön, kann mich nicht beklagen. Bis. Omnom. Boah. Nein, nicht Gena. Ich will nicht, dass du jetzt schläfst, ne? Bei der Arbeit wird nicht geschlafen. Mann, bist du blöd? Nein, das ist... Das kann nicht wahr sein. Scheiße, nein. Toll. Es war sowas von typisch, dass das jetzt passieren muss, weil ich diese scheiß Schutzhelm-Attacke einsetzen muss.
Heiliger Bimbam. Komm, greife an, bitte. Schlafmütze. Alter, es wird nur noch laufend von Käfertrutze angegriffen und der Spezialangriff zeigt weiter und weiter. Komm jetzt. Danke, dass du jetzt endlich aufgewacht bist. Sehr schön. Heilige Scheiße. Das ist doch noch mit Megasauger. So, Superball. Ah nein, ich habe ja keinen Superball mehr. Dann setze ich doch einen Hyperball, oder besser noch einen Netzball ein. Setze ich mal einen Netzball ein, weil das ist ein Käfer-Pokémon und da wirkt Netzball natürlich besonders gut. Oder war es Käfer? Natürlich war es Käfer. Das ist eine dumme Frage, ey. So, Bild in der Mitte. Dankeschön. Und Schnurrteilen wurde gefangen. Yes. Geiler Scheiß, ein Schnuthelm, oh yeah, jetzt können wir beide tauschen. Schön wäre es, wenn wir sie auch in einer Edition tauschen könnten, weil dann könnte man beide Pokémon entwickeln lassen und man gleich zwei weiterentwickelte Pokémon. Schnuthelm, das Schnecken-Pokémon, wird man in zusammen mit Laukaps elektrische G entwickelt sich. Niemand kennt den Grund dafür. Ja, bisher weiß ich auch nicht den Grund dafür. Eine Frage an euch, wurde jemals in der Serie über Schnuthelm und Laukaps etwas genaueres erzählt, wie es dazu kommt, dass sie sich nur entwickeln, wenn man die beiden miteinander tauscht, die Pokémon? Ja, da muss ich auf die andere Seite, von der anderen Seite aus, hier rüber. Schreibt es doch mal in den Kommis, wenn ihr mehr darüber wisst. So, nur noch zwei Pokémon schaue ich mir an und dann lasse ich es sein. Dann will ich jetzt nur noch Schutz einsetzen und hier in Ruhe vorankommen. Der Part wird eh schon wieder ziemlich lang, merke ich gerade. Ich sehe schon wieder fast eine Stunde. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich würde sagen, wir versuchen das noch zu Ende zu bringen, diesen Ort hier. Oder wollt ihr lieber, dass ich den Part doch etwas mal kürzer gestalte, weil es gibt ja eh so manche, die es wahrscheinlich aufregen. Boah, ist der Part lang, Mann. Schon wieder so lang, ey. Ach. Ja, ich weiß nicht. Ach komm. Ich setze jetzt einfach Superschutz ein und was liegt denn da bitte schon rum? Sind das alte Steinstatuen oder wie? Und da sehe ich, glaube ich, eine Beere hinter einer Steinstatue. Ignoriere ich mal den Ranger hier. Boah, hier kann ich mich ja kaum fortbewegen in diesem blöden Sumpf. Na, das ist ein Hypertrank, das ist keine Beere, das war ein Item. Oh, wie scheiße ich mich da bewegen kann, so. Aber der kann sich hier durchbewegen wie nichts, ne? Wenn man mit der Natur eins wird, versteht man auch die Gefühle der Pokémon. Das ist richtig. Glaube ich zumindest. Romeo. Romeo. Romeo und Julia. Oh mein Gott. Fabuzzi gegen Pinara. Mondgewalt. Ach, die Attacke ist einfach das Geilste. Es wäre noch besser, wenn Pinara viel mehr Spezialangriffe lernen könnte, um etwas flexibler zu werden. So, Level 48. Geil. Krakelo. Lass ich mal wieder LP-Storm ran, oder? Oder, warte. Ja, komm, LP-Storm, du darfst jetzt auch mal wieder ein bisschen kämpfen. Wird eh mal Zeit. Los! Das klingt aber jetzt auch recht komisch, der neue Sound von Krakelo. Samenbomben! Bombabum. Tschüss. Ihr fragt euch jetzt, warum ich nicht gleich Steigerungshieb eingesetzt habe. Das Problem ist, es beherrschte wieder Zertrümmerer. Schafax? What? Soll ich jetzt zu spät geregistriert, dass er jetzt einen Schafax einsetzt? Na gut. Daneben Dunkelklaue als Öffnung. Naja, nicht schlecht. Alter, der Drachentanz, der kann auch Probleme machen. Wenn er den so oft einsetzt, dann habe ich ernsthafte Probleme. Aber zum Glück hat sich die Initiative noch nicht gut genug erhöht. Und Dunkelklau war stark genug, es zu beenden. Yes. Du bist so, wie stark du bist. Du kannst am Gesicht eines Pokémon ablesen, was gerade denkt. Ach nein, ich gebe ihm einfach nur die nötigen Anweisungen. Also die Anweisungen, die diese Situation richtig sein sollen. Wenn wir jetzt wüssten, was Pokémon denken, könnten wir das Zusammenleben mit ihnen noch verbessern.
Ja, das sind nur alles Wunschdenken. Mann, schon wieder so eine Hexe. Die steht doch nicht umsonst da. Ich sehe da auch gerade ein Item. Also ich habe gerade ein Item auch noch gesehen. Und ein kleines Mädchen? What? Was? Was sind wir, 2D oder 3D? Naja. Was ist das denn? Träumerin Kirsten? Schau mal an, das sind wohl Feen-Pokémon-Trainer. Aber die sehen... Das ist doch echt komisch, dass jetzt sogar kleine Mädchen... Ne, ich meine, es gab ja schon solche kleinen Zwillinge, aber... das sieht schon episch aus. Okay. Gegen Fluette. Lennars Vorgänger. Die setzen wirklich eindeutig viel zu viele Pflanzenattacken ein. Und was soll eigentlich diese Gras-Attacke? Ich weiß auch nicht. Egal, Giftschock und gut ist. Ich kotze dich an mit Gift. Und tschüss. Yes. Sabayone? Was ist das? Ist es die weiterentwickelte Form von diesem Schleim? Nee, eigentlich nicht. Das ist was anderes. Egal, du gehst jedenfalls down. Komische Viecher. Ha, ich würde dich gerne in einem zweidimensionalen Buch lieben. Ja, meinetwegen. Oh Gott, also Träumerinnen auch noch. Ich möchte unbedingt die Fortsetzung von Anissas Roman lesen. Anissa, ha, ha. Ein Easter Egg auf die 5. Generation. Einer der Top 4 Mitglieder, die gerne immer Bücher schreibt. Und Geister-Pokémon-Trainerin noch dazu. Und hier wird wieder das Schneider benötigt, natürlich. Was haben wir denn dahinter? Schönes. Ehrlich, gibt's jetzt auch schon als TM? Gab's sie schon früher? Keine Ahnung, aber ehrlich, das ist zwar nicht schlecht, aber nicht vonnöten. Was ich eher nötig habe, ist eine bessere Spezialangriff, welchen auch Felinara lernen kann. Na gut, hier ist noch eine Hexe und hier müsstest du... Oh! Komm mit, hier geht's lang! Warte mal! Ist das das gut? Das ist aber ziemlich klein, oder? Das ist das besagte Haus. Sieht auf jeden Fall schon mal gruselig aus. Was? Dann lass uns mal gleich reingehen. Ja, warte mal, ich will mich hier vorne rumgehen. Was? Wer soll da jetzt echt rein? Ist das wirklich euer Ernst? Serena ist ja leider nicht hier, da sie mit dem Training ihr Pokémon beschäftigt ist. Aber ich möchte eigentlich schon mit den eigenen Augen sehen, was an den Gerüchten dran ist. Also lasst uns ohne sie reingehen und nachsehen. Da hast du völlig recht. Also gut, dann gehen wir hinein und auf. Auch wenn wir nicht ganz vorsichtig sind. Ja, aber ich, warte mal. Ich will mich noch umgucken. Ich hoffe, ich darf wieder dazwischen hinausgehen. Was ist das? Naja, okay. Ich würde sagen, diese Geschichte... Anscheinend will uns der alte Herr jetzt eine Geschichte erzählen in diesem Haus. Komisch, dass das Haus noch bewohnt ist. Aber was das für eine Geschichte sein wird, erfahren wir dann im nächsten Part, um es spannender zu machen. Sorry für den Cliffhanger, aber sowas gehört auch zu einem Let's Play dazu, wie bei einem Film oder in einer TV-Serie. Daumen hoch, wenn es trotzdem gefallen hat und ich hoffe, seid ihr wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Photo Freak 89 Darkus gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.